Hallöchen Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal eine Reaktion direkt, nachdem ich Miraculous aufgenommen habe, was Sonntag kommt, vielleicht schon gekommen ist, wenn dies von anderen kommt, ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, ich habe auf Brody mal wieder seit langem auf das Julian Bam Video reagiert, was rauskam, mal wieder eine YouTuber-Reaktion. Und hier auf dem Zeitkanal reagiere ich auch eher auf andere Videos noch, eher hauptsächlich auf YouTuber-Videos. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, zu einem Drumherum um Songs aus der Bohne und generell Julian Bam. Und heute habt ihr mir, und ihr habt mir generell empfohlen, dass ich auch das, was bisher geschah, anschauen sollte, weil ich am Anfang ein bisschen verwirrt war, warum was mit Ju und John passiert ist. Und ich habe gemeint, hey, ich muss um den gucken. Und ja, deswegen gucken wir mal an, was bisher passiert ist. Lasst gerne hoch da. Und dann gibt es hier noch viel weitere Videos. Wir werden noch Outtakes gucken, noch die Reaktion gucken. Alles mögliche werden noch zu gucken hier auf dem Kanal. Deswegen ja, let's go rein da. Alles live hier gerade, on cut. Deswegen nicht wundern, wenn es hier ein bisschen Pausen zwischendrin gibt. Nice. Okay, okay, okay. Crazy Geschichte. Ich glaube, ich fange lieber nochmal von vorne an. Vor 2,5 Jahren kam mein Best Buddy John mit so magischen Dingern an. Dachte, safe MDMA. Aber es war etwas anderes. MDMA, wie Julius gesagt hat im Video auch. Ne? Hier sind deine Hinweise nochmal so, oh, MDMA. Ah, das Video war so geil, ich weiß immer noch hart. Oh, das ist ein magischer Boden. Jede Bohne steht für eine Musiker. Wenn du mal in der Scheiße hockst, ne? In der Scheiße hocken? Nimm eine? John guckte eindeutig zu viele YouTube-Videos. Doch. Ich konnte das, was bisher geschah, übrigens auch nicht gucken vorher, weil ich gerade in Seattle war. Und deswegen, diese Reaktion auf das Hauptvideo war auch eher so sehr spontan gemacht, mit meinem Bruder dann aufgenommen. Deswegen, ja, entschuldige, dass auch die Tonqualität nicht so ganz nice war. Nächsten Videos werden besser, nämlich zu Hause. Dann. Hey, Ju. Ey, kannst du Stella vielleicht nehmen für eine Woche? Wer ist Stella? Das ist Stella. Ach, was man nicht alles für Freunde tut. Rotwein ausgelaufen, jetzt noch Stella, du machst alles. Eine Gummipuppe plus roter Wein plus Polizei. Ach, war eine schlechte Kombi. Na gut, ich hatte ja noch diese magischen Bohnen von John. Das ist Stella. Diese magische Bohne sollte mich eigentlich vor der Polizei retten, aber... Wir sind nicht die Polizei. Naja, die maskierten Dudes ruinierten zumindest auch John den Tag. Hey, geteiltes Leid ist halbes Leid. Die Leute, die das Hauptvideo nicht gesehen haben, wundern sich auch gerade so, hey, warum liegt der plötzlich sein Bett gefesselt? Hey, was passiert hier gerade? Geil. Bereit für euer Fuego, nimm mich so wie ihr wollt. Zerstört mich so wie Rezo, also unendlich an. Oh. Hast ja schon den Sack in der Hand. Zwei Freunde, die das erste Mal bunte Teile schluckten. Polizisten, die keine Waren. Klingt für jede gute Geschichte, die so anfängt. Ich kann gut Deutsch reden gerade. Säcke auf dem Kopf, einfach nur noch perfekt dieser Tag. Alles Johns Schuld. Was tust du denn hier? Hast du denn hier? Deine blöden magischen Bohnen. Da ging irgend so eine Verschwörung mit dem Bohnen und diesen maskierten Freaks ab. Ja, und wir waren mittendrin. Ich wollte eine Bohne nehmen, aber John gab mir... Zwei. Wer war das? Eminem und Helene Fischer. Es ist so geil. Das Remix-Ding war es eins der besten da am Anfang, ja. Atemnot durch den Schlag, weil ich den Solarplexus traf. Diese Bohnen haben uns wirklich geholfen zu entkommen. Irgendwie konnte ich verstehen, wieso andere hinter ihnen her waren. Aber umso weniger wollten wir etwas damit zu tun haben. Lass uns keine Bohnen mehr nehmen. Okay, wir nehmen keine Bohnen mehr. Doch das Leben wartet stetig mit neuen Katastrophen auf dich. So, das Ticket bitte. Na gut, eine Bohne noch. Morgen höre ich auf. Ah, okay. Ich war gerade irritiert, so, hey, was ist Musik? Das war im Original aber nicht so. Ein bisschen haben sie abgeändert auch im Schnitt, ja. Um es kürzer zu fassen wahrscheinlich. Schöne Gesangsanlage. Wirklich. Aber wenn Sie kein Ticket haben, dann zahlen Sie jetzt trotzdem die 60€ Strafe. Tja, und John konnte seine Finger auch nicht von dem Boden lassen. Also die Frage ist, ob das dann wirklich auch Perücken sind, die dann immer anhaben, also in echt dann auch, oder ob es dann wirklich Haare sind, die dann raussprießen aus dem Kopf. Ich glaube, es sind Perücken. Sonst wäre es komisch, wenn die nach der Wirkung dann wieder, müssen ja wieder ausfallen dann, oder? Wieder zurückwachsen so. Ja! Nach der Situation hatte John Z aus seiner Playlist genommen. Keine Ahnung, was passiert war. Ja, wär ich auch. Jeder würde sagen, oh, bist du nicht der, der über den Steifen gesungen hat? Wenn er so in der Stadt angesprochen wird, finde ich gut. Naja, John und ich hatten schnell bemerkt, wir kamen aus der Scheiße nicht mehr raus. Dann zumindest gemeinsam durch die Scheiße. Oh, hey, John! Du glaubst nicht, was gerade passiert ist?
Ah, du hast die Bohne genommen. Nicht so laut, ihr werdet gesucht. Auf einmal tauchte Rezo auf und erklärte uns, wie viel Macht eigentlich in dem Boden schlummerte. Ey, ich hab kein Corona mehr. Ich hab mich so übelst verschluckt, gerade in meinem eigenen MDMA-Bohnenzeug. Schnauze. Na, zumindest hatten wir in dieser Kacksituation einen neuen Freund gefunden. Doch nicht. Du! Doch nicht. Rezo? Oh Gott. Ey, da haben voll viele auch gesagt, dass bei der Szene Rezo scheinbar ultra sexy aussieht. Da haben voll viele gesagt. Rezo war einer von denen und er hat mich gekidnappt. Ich weiß von gar nichts mehr. Vielleicht erfahren wir das ja noch, aber so weit kann ich gerade nicht denken, sorry. Alter, John, Hilfe! Bin dann, by the way, hier aufgewacht. Lol. John? Hier sehen Sie den insolventen YouTube-Star Julian Bam, wie er unbekleidet kleine Kinder zum Weinen bringt. Ein Einzelfall? Was meinen Sie? Und dann kam dieser Typ hier. Alle Fragen, Junge, Anja, wie kam ich hier hin? Wer war dieser Typ jetzt? Wieso hatte er auch Bohnen? Kurz danach lernte ich ihn kennen. Mein Retter, Derby. Oder war es Burly? Verdammt. Es war Curly. Wie er auch deren Namen falsch gesagt hat, hatte Rache jetzt auch seinen Namen falsch gesagt. Hier kann man nicht reden. Wenn ich uns hier finden, foltern wir uns zu Tode. Okay, soweit habe ich das kapiert. Und du bist der Bohnenhändler? Nicht nur der Händler, sondern auch der Bohnenarchitekt, hatte Irby gesagt. Er war die Quelle zu all meinen Irby. Geil. Fragen und er war weg. Aber ich hatte seine Bohnen. Ju, ich bin in Halle 420. Ah ne, er hat John und Ju mal miteinander verwechselt. So war das, ja. 20, die Masken-Dudes haben mich gefangen. Kommt schnell! Curly, was passiert? Ist das eine... Bohn gegen Kirby? Der maskierte Typ stellte uns zur Wahl. Na gut, wir hatten uns dann doch für das Menschenleben entschieden. Und dann hat der Typ uns auch noch verarscht. Das war's, wir haben keine Bohnen mehr. Er hat alle mitgenommen. Nicht alle. Das sind Bandbohnen. George Harrison. Ringo Starr? Und ich bin Paul McCartney. Aber wer ist John Lennon? Oh. Oh, ja. Bitte nicht. Ich glaube, ja, Shit! Aber was mit Curly? War ein geiler Song, aber hat irgendwie unseren Freund nicht gerettet. Verdammt, er war die einzige Quelle zu den Bohnen. Er gab mir vor seinem Tod noch so ein Ding, so ein Tamagotchi oder so ein Pager. Ja. Naja, boom, große Explosion, Feuerwehr, Polizei! Und ja, was danach geschah? Stimmt, hat die Polizei echt noch nachgeguckt, was mit... Ach, mein, das spitzt wieder ab hier. Hat die Polizei nochmal nachgefragt, dann nochmal, weil wenn ein Mensch explodiert in so einer Halle, mir schon Gedanken machen so und ist da nichts noch, dann war John nicht im Verhör oder so, irgendwie, weiß ich nicht. Was für Film, habe ich auch Frage, ja. Die Masken waren weg und hatten alles, was sie wollten. Wir hatten keine Bohnen mehr und um all das zu vergessen, hatten John und ich beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Oh, also er so? Schreibt mir auf jeden Fall seit 2 Jahren nicht mehr zurück. Oh. Ah, okay, jetzt, okay, du, das hätte ich jetzt auch innerhalb letzten Sekunde schauen müssen, den Rest kann ich ja schon noch auswendig. Aber ja, einfach nur aus dem Weg gegangen dann, danach. Einfach 2 Jahre lang, oh, kein Bock mehr. Wir haben keine Boden mehr, wir sind keine Freunde mehr. Okay, John einfach ehrenlos. Ja, gut, check gerne meine Reaktion zu dem Hauptvideo ab, die findet ihr auch hier oben dann, wenn ich es verlinke. Und wenn nicht, findet ihr eh einfach eingeben, findet es. Ansonsten, lasst gerne hoch da, wenn ihr mehr davon haben wollt, Videos zu dem ganzen Universum drumherum so noch. Und Tornado Song kann man noch Vollversion raus und so weiter. Mal noch alles anschauen. Also ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ciao. Brody Fly, meine Identität, die bleibt geheim. Rette, wenn die beiden Keks versagen. Jeder weiß, ich flye heim.